Hallo, herzlich willkommen in unserer Küche bei Soul Food bei Silke. Heute koche ich für euch ein schweinegeschnetzeltes thailändische Art. Dazu benötigen wir als erstes Schweinefleisch, das wir in dünne Streifen schneiden. So. Dann nehmen wir eine halbe Aubergine. Eine mittlere Zucchini. Und zuletzt eine rote Paprika. Die wir in dünne Streifen schneiden. Und dann wechseln wir an den Herd. Wir erhitzen jetzt Öl in einer Pfanne und brauchen des Weiteren Kreuzkümmel, etwas Zimt, Salz, Pfeffer, rotes Thai Curry, Paprika und Kokosmilch. So, nachdem das Fett jetzt heiß ist, braten wir zuerst das Schweinefleisch an. So, das wird sich jetzt ein bisschen Zimt, Salz, das Pfeffer. Ruhig auch die Currypaste rein. Und dann kann es mit dem Gemüse weitergehen. So, als erstes die Auberginen anbraten. So, die Auberginen auch ruhig salzen. Und dann den Zucchini dazugeben und ruhig auch den Paprika und gut durchschwenken. Ich gebe jetzt auch wieder das Fleisch dazu. So, sieht doch schon lecker aus. Jetzt gebe ich den Kreuzkümmel dazu und etwas frischen Ingwer. Und dann gleich die Kokosmilch.
und lasse das Ganze jetzt noch so gute 15 Minuten vor sich hin köcheln. So sieht unser thailändisches Geschnetzel das aus. Nach 15 Minuten. Guten Appetit mit dem Thai-Curry-Geschnetzelten. Bis zum nächsten Mal.